Was geht ab, Roblox-Freunde? Heute spielen wir wieder mal eine kleine Story. Mit mir und mit vielen anderen Leuten gemeinsam. Wir werden nämlich heute wieder einen Flug jagen, ja. Und zwar den Flug, auf den alle warten. Mir laufen übrigens alle Leute hinterher. Hier war gerade eben gar keiner drin. Und irgendwie bemerken, glaube ich, die Leute manchmal, dass ich YouTuber bin. Und dann wollen die unbedingt im Video mit dabei sein. Deswegen waren hier gerade eben 0 Leute drin. Und jetzt auf einmal 15. Naja, egal. Das ist jetzt eigentlich auch komplett egal. Es geht nur um eine einzige Sache. Und zwar um Airplane 3. Das ist die Story, die wir hier heute spielen werden. Es geht nämlich darum, dass wir nämlich eine dritte Fortsetzung von dem Airplane beziehungsweise eine zweite Fortsetzung von dem Airplane Part hier bekommen haben. Und tatsächlich soll hier mal wieder auch was passieren. Und zwar sitzen wir hier in einem, in so einem Kongress, ja, um gemeinsam mit anderen Leuten zu diskutieren. Setzen wir uns hier gemeinsam alle an einen Tisch und werden die Mission des Fluges besprechen. Da hinten ist schon ein Kapitän, der wird wahrscheinlich gleich anfangen, mit uns zu sprechen. Oh, okay, ich habe übrigens meinen Hut verloren. Ich weiß nicht, wo der ist, deswegen bin ich heute so. Er sagt, willkommen alle. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich euch alle heute hier zusammengetrommelt habe. Ja. Alter, der gesamte Tisch ist voll. Es ist nämlich Airplane 3. Yeah. Okay, also, wir wurden wahrscheinlich heute hier alle zusammengesetzt wegen Airplane 3. Übrigens, Leute, nicht vergessen, meiner Roblox-Gruppe zu folgen, beziehungsweise mir auch auf Roblox zu folgen, denn wenn ich 100.000 Follower habe, dann kriege ich einen Award oder sowas. Okay, ich bin der Robloxian-General und ihr könnt mich alle General Poncho nennen. Und von diesem Punkt an wird alles, was ich sage, alles ein Befehl sein. Okay, alles klar. Oder ihr werdet von dem gesamten Team ausgeschlossen. Okay, also ist es diesmal ein wenig brutaler. Nun setzt euch bitte. Okay, ich würde sagen, es sitzen... Alter, guck mal, wie glatt hier eigentlich alle sitzen. Alle sitzen hier so, als ob die das wirklich so von Anfang an in die Wiege gelegt bekommen haben. Okay, ich glaube, es sitzen alle und gleich beginnt die Besprechung so richtig. Alles klar. Okay, General Poncho sagt, okay, dann lasst uns mal zum Punkt kommen. Okay, es geht also richtig los. Es wird wahrscheinlich jetzt ein Bildschirm angemacht oder sowas und wir werden jetzt gleich ein paar Informationen bekommen. Oh, ein Typ in schwarzer Lederjacke, ein typischer Gangster. Dieser Typ ist unser Ziel. Okay, sein Name ist Ronald. Alles klar, Ronald McDonald. Wir haben schon Untersuchungen gehabt und wir wissen ganz besonders, dass dieser Typ ein besonders gefährlicher Robloxian ist. Was hat er nur getan, sagt Katharina, die übrigens sehr glücklich aussieht. Das ist, was wir versuchen herauszufinden. Achso, okay. Ah ne, Ronald hat den Captain von dem Flugzeug sozusagen festgenommen, ja. Oh nein, jeder in diesem Flugzeug muss wahrscheinlich in einer Gefahr schweben. Das ist wahr. Und zum Glück ist das Ding immer noch im Flugmode und der Autopilot sorgt dafür, dass alle Leute noch sicher sind. Okay, alles klar. Unsere Mission ist, Ronald zu stoppen. Alles klar, das heißt also, wir müssen einfach hoch ins Flugzeug. Wir müssen ein Flugzeug finden und alle Leute aus diesem Flugzeug sicher herausbekommen. Wir werden Ronald irgendwie, wir werden seine Intention herausfinden und werden ihn zur Vernunft bringen. Alles klar, aber wie wollen wir denn zum Flugzeug kommen, wo die das sozusagen eingenommen haben? Gute Frage. Folgt mir. Oh, es geht los. Okay, alles klar. Oh, es gibt sogar so einen Pfeil, der mir sogar anzeigt, wo wir hingehen müssen. Wahrscheinlich öffnet sich jetzt diese Tür. Epische Musik. Alles episch. Oh mein Gott, Alter. Was für ein riesen, erleuchteter Raum. Ne? Alright. Okay. Wahrscheinlich fahren wir jetzt in einem Fahrstuhl. Ist es hier ein Fahrstuhl? Ich denke mal, ja. Und ich glaube, es wird Zeit. Ist jeder bereit? Ja, ich glaube, wir sind alle bereit. Wir sind bereit, dieses Ding hier zu kentern. Und einfach... Oh nein, der eine Junge wird eingedrückt. Oh nein! Och, der arme Junge. Okay. Ich glaube, der hat es nicht so ganz überlebt. Aber wir fahren jetzt wahrscheinlich runter. Ja, der Fahrstuhl fährt. Was ein moderner Fahrstuhl. Ich liebe moderne Fahrstühle.
Okay, General Poncho ist derjenige, der uns hier wirklich safe zur Sache bringt. Und wir alle sind doch ein bisschen am Fliegen. Wobei, nee, ich nicht, tatsächlich. Ich glaube, ich kann hier sogar einen kleinen Tanz hinlegen. Ganz lässig erstmal ein bisschen dancen. Oh, Alter, das ist hier mal eine richtige Station. Airplane 3. Alter, das ist hier ein richtiger General-Kampfschiff-Sache hier. Willkommen zur militärischen Höhle. Alter, da kann man sich Klamotten holen. Ich glaube, wenn ich mir die Klamotten anziehe, dann werde ich höchstwahrscheinlich... Nee, bei mir funktioniert das nicht. Mein Skin ist anders. Okay, das ist der Plan, wie wir das Flugzeug von den Leuten von Ronald beschützen können. Aber lass uns jetzt erstmal alle fertig machen. Also, das Ding ist, ich kann mir leider keinen Anzug anziehen. Achso, keiner verlässt diesen Raum ohne ein Militäroutfit, also nehmt euch bitte eins von hinten. Das Ding ist, ich habe mir eins genommen, aber man sieht es bei mir nicht, okay? Das heißt, guck, ich habe das genommen, ich habe da drauf gedrückt, ich müsste es eigentlich haben, aber es funktioniert leider bei mir nicht. Tja, 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 was will man machen? So, also ich glaube, bei mir dürfte das eigentlich gehen, oder? Lol, das eine Mädchen ist leider gestorben, weil sie sich kein Textil angezogen hat. Okay, sieht gut aus. Alles klar. Checken wir mal die Systeme. Alter, ist das ein riesen Flugzeug, gell? Alles klar. Dieser riesen Bildschirm hier ist auch voll impressive. Okay, alles klar. Checken wir mal die Systeme. Checken wir mal das Flugzeug. Alles klärchen. Dann checken wir mal das Flugzeug. Es ist nicht genug Sprit, steht drauf. Aha. Das ist wahrscheinlich dann unsere Aufgabe jetzt gleich. Okay, es wird nochmal nachgesprochen. Es ist nicht genug Sprit. Oh nein, es sieht so aus, als ob wir nicht genug Sprit haben. Okay. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen, um den Tank des Flugzeugs komplett voll zu machen, bevor wir abheben können. Das heißt also, das ist der kleine, ja, Tankstab sozusagen. Davon gibt es 4 Stück hier in dieser Höhle. Ihr müsst mir unbedingt helfen, die zu verbinden zum Flugzeug. Alles klar. Verbindet sie an diese Nasen sozusagen. Ganz wichtig sind die Farben, die man daran beachten muss. Okay. Das heißt also, wir müssen also die Farben von diesen Nozzles irgendwie herausfinden. Da drüben ist das Gelbe. Komm, das versuchen wir mal, okay? Dann versuchen wir mal hier das Gelbe herauszufinden, ne? Und versuchen hier unser Bestes. Mal gucken, ob wir Glück haben. Okay, da ist noch so ein Stab, wo man aufpassen muss, aber zum Glück haben wir ein bisschen Obbys drauf. So, dann nehmen wir uns hier mal den Stab sozusagen in die Hand, okay? Und jetzt müssen wir hier wieder zurücklaufen. Ganz easy. Und gehen jetzt mit dem Tankstab ganz gemütlich zu dem gelben Ding dahin und stecken jetzt, glaube ich, die Zapfsäule da rein. Warte. Und zack, drin ist das Ding. Alter. Werden das jetzt 4-fach auftanken, oder wie? Ah, guck mal, die Fearless Knox, die hat sogar schon das hellblaue. Perfekt. Und damit sind wir, glaube ich, schon fast fertig, ne? Jeder hat hier irgendwie schon ein bisschen was dazu beigetragen. Richtig gutes Team, muss ich sagen. Tatsächlich. Das Ding ist jetzt von allen Seiten verbunden. Exzellent. Alle Nasen sind miteinander verbunden. Alles klar. Gut. Es ist nicht genug Sprit. Okay. Jetzt werden wir den Tank aufladen. Es wird... Okay. Ganz gechillt, so wie man ein Handy auflädt, laden wir jetzt halt eben ein Militärflugzeug auf. So, als ob fast nichts gewesen wäre. Ding! So, das Ding ist jetzt endlich grün. Ah, nun sind wir bereit. Alles klärchen, General Poncho. Würde ich mal sagen, rein in die gute Stube, ab den Motor an und lass die Leute mal retten aus ihrer Notfallsituation. Da drinnen sitzen sogar schon Kapitäne. Oh, ich hab's übrigens vergessen. Das ist Pilot Clark. Okay, ich dachte, wir fliegen. Aber er wird unser Pilot sein durch diese Mission hier. Alles klar, dann werden wir also einen richtigen Missionär haben. Die Systeme sind bereit, General. Okay, bitte starten Sie die Motoren, Pilot. Okay, es geht also los. Wir starten die Motoren. Ah, jetzt geht's richtig los, Mann, ja! Okay, Alter, das sieht ja mal richtig sick aus. Okay, Engines sind bereit. Okay, 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 okay. Wir öffnen die hintere Tür. Oh, wir werden wahrscheinlich über die hintere Tür reingehen. Alter, da sind sogar so Plätze für uns. Oh mein Gott, das ist voll cool gemacht. Yeah, okay, dann lassen wir da hingehen. Aber richtig Dalli so. Okay, jetzt geht da rein und findet dann schnell einen Sitz, bevor wir die Türen schließen. Okay, 30 Sekunden haben wir Zeit, um einen Sitz zu finden. Oh nein, das Mädchen da unten wurde eingesperrt, eingequetscht. Oh nein, was können wir nur tun? Oh, das Mädchen tut mir so leid, die kommt da unten nicht raus. Oh, das tut mir so weh. Oh nein, wie kann ich dir denn helfen?
Hier ist noch ein Teddybär. Kann ich den Teddybär mitnehmen? Nee. Oh doch, ich hab den Teddybär. Ja, hey, es hat sich voll gelohnt, den Teddybär mitzunehmen. Aber jetzt schnell hinsetzen, in letzter Sekunde noch. Wir sitzen, Sir. Wir schließen die Tür. Nein, was ist mit dem Mädchen? Oh nein, hat die ein Pech gehabt. Viel Glück, meine Soldaten. Oh nein, das arme Mädchen. Jetzt ist es nicht reingekommen, weil die von dieser Tür eingesperrt wurde. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Jetzt muss sie das ganze Spiel nochmal neu machen. Nein, sie ist gestorben. Mist, hoffentlich belebt sie sich wieder. Okay, wir fliegen nun in die Richtung von dem gekidnappten Flugzeug, ja? Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Stunden bis dahin. Oh, das heißt also, wir können uns... Da ist noch ein bisschen was, was ihr über diesen Ronald-Typen wissen müsst. Was müssen wir noch über den wissen, Kommandant? Auf den ersten Blick sieht er aus wie eine echt nette, gute Person. Warum würde er sowas nur eigentlich tun? Oh mein Gott, guck mal, draußen sieht man sogar die Wolken und sowas, wie die da vorbeifliegen. Oben und unten, gell? General, was haben Sie eigentlich mit diesen Bananen davor? Ich dachte, ihr könntet vielleicht hungrig werden. Oh nein, es ist wieder eine Situation, wo wir wieder was zu essen bekommen. Hier, jeder von euch, nimmt euch eine Banane. Oh nein, oh nein, oh nein. Ihr werdet vielleicht die Energie später sozusagen brauchen auch, ne? Oh, das heißt also, entweder die Banane ist vergiftet oder wir brauchen sie für später. Ich werde sie... Warte! Esst nicht die Banane! Ich hab's gewusst! Niemals die Banane essen. Sie ist vergiftet. Oh mein Gott, wer hat sie gegessen? Wer hat sie gegessen von euch? Was? Oh nein, der Quertas hat sie gegessen, der da hinten... Oder? Haha! Es ist nur ein Witz. Mist! Ich hab's gewusst! Es ist ein alter Witz. Ah, ich hab's gewusst, Mann. Das ist nicht witzig, General. Oh, Mann. Ich hab jetzt echt gedacht, dass sie vergiftet ist. Sorry, tut mir leid. Ich musste niesen. Jedenfalls, wir werden jetzt ein bisschen mehr fliegen. Noch ein paar Stunden mehr. Ihr werdet wahrscheinlich noch ein bisschen, könnt auf jeden Fall ein bisschen chillen oder einen kleinen Schlaf nehmen, ja? Ich werde euch dann aufwecken, wenn es soweit ist. Okay, wir haben einen Teddy dabei und eine Banane, okay? Das sind unsere Sachen, mit denen wir spielen können. Die Leute aus meiner Roblox-Fangruppe, die sind schon gestorben leider, aber ich spiele hier noch mit ein paar Leuten, die das wahrscheinlich auch hier am besten versuchen durchzukriegen. So, es geht los, es geht los, es geht los. Der Regen kommt, der Regen kommt. Es ist Abend geworden, die Leute sind alle richtig aufgeregt und es geht los. Okay, es ist Zeit, jeden von euch aufzuwecken. Okay, draußen regnet es sogar, obwohl wir über den Wolken sind, aber egal. Es ist Nachtzeit und es sieht so aus, als ob wir uns in einem regnerischen Sturm befinden. Wir müssen uns auf jeden Fall bereithalten, wenn wir irgendwie was Besonderes sehen oder sowas. General, wir wurden gerade von einem Blitz getroffen. Oh nein, eine Turbine ist kaputt gegangen. Unser rechter Motor ist in einer kritischen Gefahr. Oh nein, Pilot Clark, du musst es retten. Oh, da sag ich was. Was? Bedeutet das, dass wir jetzt alle sterben werden? Das ist eine gute Frage, Herr Rosolino. Darauf hätte ich gerne eine Antwort. Okay, jetzt erstmal chillt jeder. Okay, alles klar. Dann wird der General Poncho jetzt erstmal einen raushauen. Ich werde den Motor jetzt wahrscheinlich reparieren, aber ihr draußen müsst mich jetzt sozusagen beschützen, beziehungsweise mir ein bisschen Deckung geben. Warte mal, da draußen sollen wir dir Deckung geben? Okay, das heißt, wir gehen also aufs Flugzeug drauf und müssen dem General jetzt Deckung geben, weil wir nämlich sonst von den Feinden angegriffen werden können. Ach, jetzt sind wir auf dem Flugzeug oben drauf, gell? Oh Mann, das ist so gruselig. Alter, wir sind einfach auf dem Flugzeug oben drauf. Okay, der Sturm wird gerade nur schlimmer. Okay, gute Nachricht auf jeden Fall. Ich werde den Motor so schnell wie möglich reparieren. Alles klar, General Poncho. Dann würde ich mal sagen, hau mal dein Bestes rein, damit du das so gut wie möglich reparieren kannst. Steck da einen Schraubenschlüssel rein. Okay, haltet mir auf jeden Fall Rückendeckung und sorgt dafür, nicht von einem Blitz getroffen zu werden. Nein, bitte nicht. Ich möchte nicht von einem Blitz getroffen werden. Okay, alles klar, ich verstehe. Es gibt jetzt überall so rote Punkte, wo man nicht reinlaufen darf, weil da nämlich die Blitze aufschlagen werden. Eieiei, und das müssen wir jetzt eine ganze Minute überleben. Alright, gut. Und während... Oh nein! Der Saucy Poik ist gestorben!
Oh, das ist ja eine traurige Geschichte. Ich glaube sogar, die werden tatsächlich von Zeit zu Zeit immer schneller und immer brutaler, diese Blitze. Deswegen müssen wir hier einfach nur darauf achten, nicht auf diese roten Punkte zu treffen. Einen hat es einfach schon geholt, er ist einfach gestorben. Guck mal, die Piloten, da drinnen sind sie. Ha, wie cool ist das denn? Wow, warte mal, hier vorne an der Nase sollten wir vielleicht auch nicht sein, weil da auch ganz schön viele Blitze einschlagen. Oh Gott. Hä? Wenn man zu weit rausgeht, dann sieht man ja gar nichts mehr. Oh, oh. Okay. Dann dürfen wir uns das merken. Okay, nur noch 10 Sekunden Zeit, dann haben wir das Ding. Ich habe meinen Teddy dabei. Mir geht's gut. Okay. Alles klärchen. Er repariert das Ding. Er repariert das Ding. 5 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Der Motor ist repariert. Woo! Gleichzeitig hat der Donner aufgehört. Was ein Zufall, oder? Okay, der Motor ist nun repariert und nun können wir wahrscheinlich wieder runtergehen, oder? Ich habe noch nie so einen echt starken Sturm gesehen. Ich auch nicht, Mann. Ich war auch noch nie oben auf einem Flugzeug drauf und bin dann vor Sturmböen und Blitzen ausgewichen. Warte mal, was ist das? Was ist was? Oh mein Gott, das ist einfach ein Riesenskelett. Ihr werdet niemals diese Fate besiegen. Brennt! Okay, warte mal, ich bin mir nicht ganz sicher, was er mit Fate meinte. Oh Mann, Mist, da fehlt mir das Vokabelbuch. schnell, alle ins Flugzeug rein! Oh mein Gott, oben ist eine riesige Feuermauer, die uns jetzt tatsächlich umhüllt. Oh nein! Sie geht oben lang. Alle, die oben geblieben sind, sterben. Oh lol, der Typ hat sogar eine Drohne dabei, gell? Oh, Pilot, ist alles in Ordnung? Was war dieses riesige Skelett? Was war das? Und warum war da ein riesiges Skelett einfach in der Luft? Oh, es tut mir wirklich leid, General, aber ich bin mir nicht ganz sicher, worüber du redest. Das riesige Skelett! Oh, so wie es aussieht, haben die Piloten das nicht mal gesehen. Wir haben nicht mal ein Skelett gesehen, General. Nun gut, vergiss es. Lasst uns auf jeden Fall weitermachen. Wir sind schon fast dort. Okay, komische Situation. Die Piloten haben das Skelett nicht gesehen, aber wir schon. Was hat das Gesamte zu bedeuten? Das und vieles mehr sehen wir jetzt. So, General, wir sind endlich hier. Okay, es ist Zeit. Es ist die Zeit gekommen. Oh. Okay, perfekt. Jeder bitte ganz besonders darauf aufpassen, was jetzt passiert. Also höchste Alarmstufe wird gerade gefordert. Wir werden uns wahrscheinlich über die Hintertür von dem gekidnappten Flugzeug reinschleichen. Okay, wir müssen auf jeden Fall jeden von euch ganz sicher dorthin bekommen, bevor wir zu Ronald gehen. Auf jeden Fall, wir haben nur eine einzige Chance. Okay, das heißt also, wir werden jetzt über den Hintereingang. Okay, viel Glück, Soldaten. Okay, gut. Okay. Dann lass uns mal einen Sprung wagen. Werden wir das jetzt mit so einem Fallschirm machen? Okay. Alarm. Es kommt ein Alarm. Okay. Good luck, Soldiers. Oh mein Gott, da ist ein Käse, ein Stinkekäse. Okay, das ist es. Wir sind jetzt im Flugzeug. Warte mal, was? Wir sind... Wir haben ja gar keinen... Es sieht so aus, als ob Ronald die Tür verschlossen hat. Warte mal. Ich dachte, wir machen den Sprung noch. Der wurde ja übersprungen einfach. Oh ja, das wollte ich schon mein ganzes Leben lang machen. Oh mein Gott, Alter, hier drinnen klingt es richtig, richtig schlimm, ey. Oh nein, wir sollten uns am besten super schnell beeilen. Checkt auf jeden Fall das Lager da hinten. Vielleicht könnt ihr irgendwas finden, was wirklich nützlich ist. Ich nehme mir, glaube ich, so eine Brille mit oder sowas. Oder so eine Mütze. Oder den Käse. Ich nehme den Stinkekäse mit. Oh, ihr habt einen Hammer gefunden. Und ich habe einen Käse gefunden. Okay, super, ihr habt einen Hammer gefunden. Alles klärchen. Jetzt macht er also die Tür auf. Oh, oh. Das Alarmsignal ist schon so krass, dass es die ganze Zeit am Alarmen ist. Oh mein Gott, da ist Ronald. Es ist vorbei, Ronald. Oh mein Gott. Wie seid ihr hier reingekommen? Oh, das frage ich mich auch tatsächlich. Wo ist eigentlich mein Käse? Darf ich meinen Käse bitte behalten? Ich würde gerne meinen Käse mitnehmen. Okay, gut, dann eben halt nicht. Dann gibt es heute eben keinen Käse. Da ist keine Zeit mehr. Los, nach ihm. Okay, wir müssen ihn also jagen so ein bisschen. Wir müssen ganz besonders sicher bleiben und wirklich dafür sorgen, dass alle Leute hier vom Flugzeug gerettet werden. Okay. Okay, wir müssen alle Leute so ein bisschen entfesseln, sodass die Leute nicht mehr gefesselt sind. Wir müssen hier Kinder und Menschen und alle, die hier sind, entfesseln. Oh, los, schnell, Soldaten, wir müssen sie alle entfesseln. Okay. Sind alle entfesselt? General, ich informiere, alle Noobs sind safe im Flugzeug.
Wir haben alle Noobs einfach gesaved. Oh mein Gott, Alter. Okay, super. Aber es ist noch einer übrig. Der Captain. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt noch den Captain wahrscheinlich befreien. Los, rein da. Go, go, go. Zugriff. Okay, da drin ist der Captain. Wahrscheinlich ist da dann noch der Endbosskampf drin. Das ist es. Ja, los, komm, wir müssen da jetzt reingehen. Hol eine Karte oder sowas. Okay, wir haben nur eine Chance, das auszuprobieren. Wir müssen mit Ronald reden. Was? Wer möchte der Held sein? Wer möchte sich, der geht jetzt vor die Tür vom Captain? Ich werd's tun. Oh mein Gott, wir wurden ausgewählt. Ja, Mann. Okay. Wir werden dir trauen, Arizolino. Oh mein Gott, ich bin dran, das zu tun, oder was? Okay, let's go. Ronald, öffne die Tür. Oh mein Gott, das wird so spannend. Okay. Wir können das irgendwie ändern. Wir können da irgendeine Lösung für finden. Oh mein Gott, wie seid ihr hierher gekommen? Und da ist der Pilot. Oh mein Gott. Ronald, lass den Captain gehen. Oh mein Gott, ich bin so ein Held. Du verstehst hiervon gar nichts. Ich glaube schon, Ronald. Ihr seid alle meinen Plan am Ruinieren. Ich habe das hier verdient. Hör zu. Ich werde dir jetzt erstmal was sagen. Okay. Was soll ich sagen? Es ist vorbei. Du gehst zum Gefängnis. Was ist falsch, Ronald? Gefängnis? Oder sag mal, was ist falsch, Ronald? Komm, was ist falsch? Sag uns, was hat dich dazu gebracht, das zu tun? Ronald, warum tust du das? Immer seitdem ich ein Kind war, hat jeder Späßle über mich gemacht. Ah, Späßle. Immer wenn ich Probleme hatte, dann war niemand für mich da. Oh nein, Ronald hatte wahrscheinlich Probleme in der Kindheit. Alles, was ich immer wollte, ist ein Freund. Oh, Ronald. Du wirst niemals Freunde haben, weil du verrückt bist. Oder wir können deine Freunde sein. Ja, natürlich können wir deine Freunde sein, Mann. Los, Ronald, lass uns hier ein bisschen im Flugzeug abtanzen. Vertrau uns, wir können dir wirklich helfen. Was, ihr seid meine Freunde? Würdet ihr das wirklich für mich tun? In echt, nein, ich stecke ihn danach direkt in die Zelle. Ja, klar, wir werden alle deine Freunde sein. Weil du wirklich eine echt gute Person in dir bist, wahrscheinlich innen drin. Oder es steckt eine gute Seele in dir. Oh, Mann, ich habe diese Sache hier wirklich zu weit getrieben. Ja, Mann. Es ist niemals zu spät, das Richtige zu tun. So ein richtiges Beratungsgespräch mache ich hier gerade, gell? Los, komm, Ronald. Lass hier rausgehen. Wir schaffen das. Okay. Ich werde eine gute Person werden. Alles klar. Du wirst zu einer guten Person werden. Los, Ronald. Bind den Captain los und wir gehen hier nach Hause. Hoffentlich entscheidet er sich richtig. Ich fühle mich nicht so gut. Oh nein. Oh nein. Er hat einen Herzinfarkt bekommen. Nein, das war zu viel Liebe auf einmal. Ronald, ist alles in Ordnung mit dir? Oh mein Gott. Was ist das? Auf einmal brennt das Pilotending. Was? Oh mein Gott. Was sollen wir jetzt tun? General. Der Captain-Raum ist gerade am Brennen. Das ist doch bestimmt dieses Skelett gewesen. Da ist keine Zeit mehr. Das Flugzeug ist gerade dabei zu explodieren. Na, was sollen wir denn jetzt machen? Los, Fallschirm. Nimm diesen Fallschirm. Okay, gib mir bitte diesen Fallschirm. Wo ist er? Oh mein Gott, ich habe einen riesigen Fallschirm an. Der ist genauso groß wie mein ganzer Körper. Oh, aber General, was ist denn mit dir? Oh mein Gott, ich glaube dir, General. Wir werden nicht ohne dich hier von hier weggehen. Los, komm, nimm dir einfach auch einen. Da liegt einer in der Mitte, General. Du kannst ja auch einfach einen nehmen. Ich werde Ronald retten und den Captain. Da ist keine Zeit mehr. Geht einfach. Oh mein Gott, Alter. Der General Poncho ist so ein Ehrenmann. Okay. Es war mir eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten, Soldaten. Oh mein Gott. Wahrscheinlich müssen wir jetzt tatsächlich gehen. Ciao, General. Oh mein Gott, Alter. Was passiert hier? Die Tür zum, die Sicherheitsausgangstür ist offen. Wir müssen nur da rausgehen und springen. Okay, wir dürfen nicht ins Feuer reingehen. Wir müssen über die Sitze hier springen. Oh mein Gott, was passiert hier, Alter? Das ist ja überheftig. Okay, springt, Jungs. Oh mein Gott, da springen wir. Und ab nach unten. Weg vom Sturm. Oh, yo, was? Wie krass sieht das denn hier aus, ey? Okay, wir springen. Wir sind sicher, wir schaffen das. Da ist das andere Flugzeug. Unser Flugzeug ist unten.
Oh mein Gott, wo sind die anderen? Wir müssen direkt über dem Flugzeug sein. Okay. Jetzt ist auf einmal Stille geworden. Okay. Wir haben jetzt auf einmal so ein bisschen Militärmusik. Aber das scheint es gewesen zu sein. Die Noobs sind gerettet. Und der General ist oben. Was hat dieses Skelett nur damit auf sich gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ich aber weiß, ist, dass es immer meine Mission war, die Noobs zu retten. Und dafür war ich schon immer da. Oh mein Gott, wir landen hier jetzt einfach in der Mitte, gell? Oh mein Gott, wir sind die einzigen zwei, die es geschafft haben? Yeah! Hey, lass uns mal so ein bisschen freuen. Oh mein Gott, die anderen sind noch gestorben, ganz am Ende. Der hat mir eine Freundesanfrage gesendet. Oh mein Gott, ist der cool. So, was haben wir da? Ein paar Noobs, die tanzen. Dann haben wir hier die Captains. Und dann haben wir hier noch ein paar Soldaten. Und alle Leute sind hier, um tatsächlich um mal zu ehren. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Bei mir ist es, glaube ich, vorbei, oder? Ist es geschafft, oder wie? Haben wir gewonnen? Ist es geschafft? Yeah! Konfetti fliegt. Und wir haben das Spiel, glaube ich, beendet. Objective finished the game. Okay. Hey, Captain. Du hast es wirklich geschafft. Dankeschön, dass ihr meinen Vater befreit habt. Ja, ich hab's wirklich geschafft. Danke, dass ihr mein Leben gerettet habt. Ach, kein Problem, Junge. Diese Noobs tanzen richtig cool. Aber wo ist General Poncho? Das frage ich mich auch. Wo befindet sich General Poncho? General Poncho hat all sein Leben dafür gegeben, jeden aus diesem Flugzeug zu retten. Oh mein Gott, Alter, was ein Ehrenmann, ey. Er ist ein Held. Und so seid ihr auch. Okay, dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön, dass ihr als Soldaten gedient habt. Oh mein Gott, Alter, wie soldatisch das hier alles ist, ne? Ich weiß, der General ist wirklich stolz auf euch. Egal, wo er sich gerade befindet. Oh mein Gott, da ist sogar noch so ein Bild im Himmel von ihm. Oh, da kommen mir die Tränen. Das ist ja ein richtig schönes Ende. Wahnsinn, wir haben gewonnen. Airplane 3, die Story, gewonnen. Hey, cool. Das war mal eine richtig coole Geschichte. Mal wieder. Also Roblox entwickelt sich immer weiter und immer wieder ins Bessere. Unglaublich. Okay, meine werten Damen und Herren, das war Roblox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.